Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch kurz mal zeigen, und zwar, es haben mich viele gefragt, wie ich diesen Hintergrund hinkriege. Und zwar ist das eine Software, die nennt sich Wallpaper Engine. Das ist hier unten rechts dieses kleine Symbol. Kann ich hier auf Hintergrund ändern klicken. Und jetzt habe ich hier das Ganze. Jetzt kann ich hier einen meiner vier Bilder. Ja, genau. Also Penny kann zählen. Auswählen. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel ändern. Zum Beispiel, ich ändere das jetzt mal in das hier. Hier sieht man es nochmal super gut, wie das Ganze aussieht, und kann mir auch hier in diesem Workshop hier andere Wallpapers runterladen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach nur, um es zu anschaulichen, das hier. Ist, glaube ich, ein bisschen AIDS, wenn wir das jetzt runtergeladen haben, aber daran sieht man es halt einfach sehr gut, was man da so alles runterladen kann. Man muss halt ein bisschen suchen. Zum Beispiel das hier sieht, glaube ich, ganz nice aus. Schauen wir mal. Es lädt noch runter. Steam Download. So. Gut. Genau. Okay, nein, das ist auch nicht gut. Ihr seht, die Auflösung ist nicht so super. Deshalb ist das Ganze ein bisschen, ja, ist immer ein bisschen schwierig, was zu finden. Aber es gibt eigentlich schon ganz gute Dinge. Was ich euch mal einfach zeigen kann, ist, was zum Beispiel gut wäre in meinen Augen. Was ich gerne benutze, wo ist es? Das hier. Neutronenstern. Das hat eine hohe Auflösung und fuckt euch nicht ab, wenn ihr auf dem Desktop seid. Dann hier Rain hatte ich mal auf meinem Laptop. Das ist auch noch ganz schön. Oder, so, warte, gibt's noch irgendetwas? Ich weiß gar nicht. Das war das, glaube ich, von eben. Ja. Dann gibt es aber zum Beispiel auch noch sowas hier. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber hier, das flimmert jetzt so ein bisschen, so als ob es kaputt ist. Oder jetzt mal sowas hier. Das ist auch ganz cool für den einen oder anderen. Ich glaube, mich würde es auf Dauer abfacken, weil ich dann nicht mehr lesen kann. Ich glaube, sowas hier ist auch noch ganz in Ordnung. Sowas hier, das hatte ich auch schon drinnen. Nee, das nicht. Ich glaube, das hier war's. Ja, das hier hatte ich schon drinnen. Das kennt ihr von meinen Videos. Ah ja, und das kennt ihr auch von meinen Videos. Also es ist, ist ganz schön. Hier seht ihr mal den Namen. Den könnt ihr dann hier immer suchen, irgendwo. Hier oben suchen. Gebt ihr dann einfach den Namen ein, der hier angezeigt wurde. Und genau, das ganze Programm bekommt ihr auf folgende Seite. Ich mache mal ganz kurz meine ganzen drei Hintergründe auf diesen blauen wieder. Müsst ihr immer jeweils euren Bildschirm wählen und dann das einzeln anwählen. Anders da ändert sich das nicht. Also könnt ihr mal schauen, wie das auf meinem zweiten Bildschirm hier aussieht. Hier, so. Ja. So sieht das Ganze hier aus. Und genau. Dann, um das zu bekommen, müsst ihr einfach auf Steam gehen. Dann geht ihr hier auf den Steam Shop und sucht hier nach Wallpaper. Genau. Jetzt müsst ihr noch eingeben: Wallpaper. Jetzt steht es hier schon. Es kostet leider 4 Euro. Ist aber eigentlich ganz okay dafür, dass es 4 Euro kostet. Ist ganz praktisch. Mir hat es ein Freund zum Geburtstag geschenkt. Und ja, ich sag, kostet halt 4 Euro, ne? Müsst ihr euch halt raussuchen. Genau. Aber ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, dieses Video, und ihr wisst jetzt auch, wie man diese Hintergründe macht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao!